Moin Leute und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und heute spielen wir Shelter weiter. Warlord Shelter. Und was machen wir? Wir haben jetzt, ich habe 4 Leute rausgeschickt. Können wir hier nachsehen einmal. Kronkorken haben sie 35 gesammelt. Hier auch 30. Und natürlich steigt diese Dame gleich wieder auf. Er hier hat einen Anzug gefunden. Was wir hier alles nachlesen können, alles was weiß ist, ist ein Pfund. Und Korken. Hier ist die förmliche Kleidung. So, der Herr hat hier eine Pistole gefunden. Das ist natürlich ganz praktisch und ich werde die gleich wieder alle zurückrufen. Zum Beispiel, ich mache es jetzt. So. Er braucht jetzt zurück 27 Minuten. Den holen wir auch zurück. Das reicht erstmal. So, alle kommen jetzt nach und nach zurück. Wir haben jetzt 391 Kronkorken. Damit können wir schon mal was Neues erstellen, bauen, mögliches. Ich würde sagen, wir erstellen uns noch eine Baracke. Und mehr können wir eigentlich im Moment nicht machen. Natürlich steigert das diese Stromkosten wieder. Wenn wir mehr Baracken bauen, kommen auch mehr Einwohner dazu, auch aus dem Ödland. Wir müssen mal gucken dann, wie wir das alles hier machen. So, auf jeden Fall will ich hier nur Wohnungen haben, so Baracken halt. Ja. Wir haben jetzt neue Missionen. Rüste einen Bewohner mit einem Outfit aus. Das ist das Problem. Wir haben jetzt keine Outfits hier auf Lager. Weil das noch alles unterwegs ist. So, hier. Ja, komm. Das können wir im Moment noch verkaufen. Haben wir ein bisschen mehr Cash wieder am Start. So, 400 Kronkorken mehr. So. Das ist halt unser Lagerplatz. Wir haben nur 10 Lagermöglichkeiten. Ja, im Moment halt. So, jetzt haben wir wieder 516 Kronkorken zur Verfügung. Und ich würde sagen, was machen wir? Wir können uns natürlich noch eine Baracke erstellen, aber das wäre eigentlich nicht sinnvoll. Ja, was könnten wir denn so machen jetzt? Was machen wir? Ich würde sagen Wasserversorgung oder Essen. Das sieht alles noch ziemlich gut aus, muss ich ehrlich zugeben. Das wären dann wieder mehr Stromkosten, somit lassen wir das doch erstmal. Und wenn die anderen gleich wieder hier sind, dann schicke ich die sofort in die Stromkammer, damit wir dann mehr Strom produzieren wieder, also eher gesagt schnelleren Strom. So, wie lange braucht ihr denn alle noch?
5 Minuten braucht der erste. 4 Minuten, naja, das ist doch schneller. Okay, 15 Minuten und dann 20 Minuten noch. Mal sehen, ob die noch alle ankommen in dieser Folge, sonst halt in der nächsten Folge. Aber noch haben wir ja Zeit. Und wir müssen uns überlegen, was wir als nächstes bauen werden. Also wir könnten uns einen Lagerraum bauen, aber das wäre noch nicht so sinnvoll eigentlich. Das wären wieder Stromkosten, die wir nicht benötigen. Wir könnten natürlich auch mehr Strom bauen. Hier vielleicht noch zwei Kammern hin. Oder wir rüsten das ein bisschen auf. Also das Geld haben wir natürlich auch. Ich würde sagen, wir rüsten einmal auf hier. Somit ist der Zeiger hier oben ein wenig nach links gerutscht. So. Jetzt produzieren wir 52. Okay, es brennt natürlich wieder. Leute, löscht das Feuer. Wir sind schnell dabei. Die Frauen schreien hier rum. Aber so kennt man das ja nur. So, hier ist auch auf jeden Fall der Strom ausgefallen. Wir haben, das ist belastend. Es dauert richtig lange hier. So, was wir machen könnten, wäre aus der Küche vielleicht die Herrschaften kurz einmal zum Strom bitte. Noch haben wir ja Essen, ist ja komplett voll hier. Also brauchen wir auf jeden Fall mehr Strom. So, das hat schon ordentlich was gebracht. Anstatt 6 Minuten nur noch 2 Minuten 20 Sekunden. So, 2 Minuten, also soll auch gleich hier sein, die zwei Herrschaften, die ich als letztes losgeschickt habe. Hier ist auch wieder der Strom ausgefallen. Baustelle laufen noch, wie geschmiert. Schade, dass man das nicht irgendwie ausmachen kann. Mit so einem kleinen Lichtschalter oder so. Eigentlich müsste das gehen. So, und hier können wir natürlich auch verbessern, die Tür, dann als nächstes vielleicht. Sonst kommen hier bald ein paar Gäste und die können wir damit ein bisschen, ich weiß nicht, ob die da irgendwann trotzdem durchkommen. Also hier brauchen sie jetzt so 5 Sekunden, dann sind sie durch. Mal sehen. Die Sicherheit geht ja vor. So, was macht der Strom? Der Strom kommt gleich. Mit Schmackes. Okay, wir können 225 Strom sammeln, also. Boah, kommt hin. So, für die nächste Stufe, für die Endstufe, es gibt nur drei Stufen zum Aufrüsten. Und die kostet noch ein bisschen mehr. 1500 Kronkorken. Aber das kriegen wir alles easy peasy hin. Es ist so still und leise, es passiert aber nichts. Es passiert nichts. Und wo bleiben die denn, die Kameraden? Hier, er müsste jetzt schon da sein.
Okay, der Strom ist fertig. Oh yeah. Wir haben wieder Strom. So, da kommen die beiden. Die anderen beiden, die brauchen noch ein bisschen Zeit. So, die fleißig gesammelt. So, 81. Kronkorken. Also die beiden haben nicht so viel gesammelt, aber die anderen beiden haben sehr viel. Also, naja, obwohl viel kann man nicht sagen, aber die haben schon ordentlich was gefunden. Mindestens der fast eine Stunde unterwegs war, der hat hier noch einen Revolver gefunden und 116 Kronkorken. Also, das ist auf jeden Fall gut und fast zwei Level aufgestiegen. Also, somit läuft das Ganze. So, nicht hier schlapp machen, ans Werk. So, wie passiert ist hier nicht. Ach, jetzt können wir das mal machen hier. Okay. Ah, stimmt. Die haben das ja nicht gehabt. Die hatten ja nur Kronkorken. Die haben ja nichts Erfolgreiches gesammelt. Wir müssen ein Outfit jemanden anziehen und dann bekommen wir eine Kiste und vielleicht Level 5. Vielen Dank dafür. Ja. Vielleicht ist ja was Schönes drin, was uns jetzt in der Zeit hilft. Man weiß es nicht. So, Kollege Schwarzfuß. 7 Minuten. Du noch 16 Minuten. Okay. Ich weiß es nicht, wie lange es dauert, bis jemand der Frauen ein Baby bekommt. Ich weiß es nicht. Dann dauert das, wenn die... Wenn die Kinder auf der Welt sind, dauert das nochmal so lange, bis die groß sind zum Arbeiten. Also die laufen dann hier nur so rum. Also unnötig im Moment. Im Moment ist es ziemlich unnötig dann. Aber hinterher lohnt sich das natürlich. Aber im Moment, ja, können wir hier nichts machen, nur zugucken und Level Up klicken. Die können wir hier nicht machen. Und abwarten. Tee trinken. So, hier können wir noch mal die ganze Statistik sehen vom Spiel quasi. Männliche Bewohner und weiblich und die Musik geht. Oh. Wir kriegen Besuch. Insekten, kommt, tretet sie kaputt. Es sind ja drei Männer, also. Die treten die kaputt, also drei Stück schon. Anfang waren es nur zwei. Oh ne, einer. Also ein so ein Kakerlakenkäfer kam raus. Okay, ich muss auf jeden Fall ausrüsten. Mit Waffen. Und Kleidung auf jeden Fall. Hey, jetzt tretet die doch kaputt, Mensch. So. Mein Gott.
Die sind auch gleich kaputt. Halbes Leben noch. Na komm, hier nur noch eine, komm. Macht sie kalt. Junge! Ja, dreh drauf, noch einer, komm. Warum laufen die immer so weit weg? Unnötig. So, Stromausfall in der dritten Etage. So, 3 Minuten noch. 3 Minuten. So, Stufe 6. Das ist natürlich ganz gut. Und die ist fröhlich. 100% Fröhlichkeit muss auch sein. Aber ich glaube, das haben fast alle. So, Wasser, Essen ist aufgefüllt. Nur der Strom hängt hier hinterher. Aber naja, ist auch gleich fertig. Dann läuft hier alles wieder. So, die Küche. Was macht ihr da? Wieso schreiben die nur was auf? Vielleicht machen sie gerade das Haushaltsbuch oder so. Was kaufen wir als nächstes? Hamburger oder Cheeseburger? Was ist günstiger? Man weiß es nicht. So. Mensch, wo bleibt denn der? 2 Minuten. Noch die Zeit geht nicht vorbei, ne? So, so ist das. So, was haben wir denn noch? Wenig Energie ist mir bewusst. Ich arbeite dran. Okay, das können wir noch nicht machen. Oh, hier, guck mal. Energie, zack. Keine weniger Energie mehr. Jetzt läuft alles wie ein Schnürchen. So, was haben wir neue Aufgaben? Kaufe. Ja, ich denke mal, wir verkaufen das Outfit dann, aber zuerst ziehen wir den das nochmal neu an. Somit kriegen wir die Kiste hier und dann gucken wir mal, wie wir das verkaufen. Bringen ein Baby zur Welt, das ist in Gange, aber das dauert Zeit. Ah. Oh. Nice. Hallo. Eine neue Bewohnerin ist jetzt hierher gekommen. Warum auch immer. Sie hat uns gefunden. Sagen wir nicht nein, ne? So, Madame. Sie kommen mal hier mit rein. Kommen wir hier mit arbeiten, ne? Ja, da freut sie sich auf Arbeit. Natürlich sind Frauen auch ganz gut, weil, ja, ne? Bisschen Liebe machen. Bedeutet mehr Kinder. So, der ist jetzt gleich angekommen. So, jetzt haben wir 13 Bewohner. Wenn die Babys alle da sind.
Boah, läuft? Ich würde sagen, läuft vorwärts. So. Wir brauchen dann auf jeden Fall. Was macht der hier? Wo soll es hier arbeiten gehen? So, da kommt er her. Sammeln. Rein hier. In das gute Hütchen. So, da ist einer aufgestiegen. Auch Level 6. Hast du der verdient. So. Sir. Stehen bleiben. Die Waffe entziehe ich dir. Brauchst du nicht. Den hier auch entziehen. Aber dann ziehe ich dir das nochmal an. Und somit haben wir das erreicht. Kleiner Trick am Rande. So, als nächstes kriegst du nichts. Als nächstes gucken wir mal. Sammel 100 Nahrung, das ist kein Problem. Dann kriegen wir 50 Kronkorken, aber das müssen wir in der nächsten Folge alles machen. Und aber wir verkaufen hier noch dieses Outfit kurz hier. Wo machen wir das? Ich denke mal hier irgendwo. Outfit. So. Dann da verkaufen oder zerstören. Ich muss das nochmal. Ich habe schon Alzheimer. So. Verkaufe. Ja, verkaufen. Okay. Oh Mensch, kann man nicht hier was in Ruhe machen? Da ist noch einer aufgestiegen. Mensch, Mensch, Mensch. Was ist hier nur los? Immer wenn man die Aufnahme beenden will, passiert irgendwas. So. Verkaufen. Das haben wir auch geschafft. Die Belohnung holen wir uns gleich mal hier ab. Wir hätten jetzt auch hier vorne draufklicken können, aber das haben wir nicht gemacht. So, Sammelenergie 100. Sammelnahrung 100. Bringen ein Baby zur Welt. Das ist doch für uns kein Problem. Das kriegen wir alles hin. Mit der Zeit in der nächsten Folge natürlich. So, wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ciao.